Das Highschool-Leben ist wirklich nicht einfach, aber ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Und egal wie viel schiefgegangen ist, am Ende ist alles genau so, wie es sein soll. Ich hasse mein Leben! Ich will benutzt werden. Fass mich nicht an! Ups. Was ist dein Problem, Riley? Halt dich von Brody fern, er gehört mir. Ach ja, wie wär's, wenn wir ihn das selber entscheiden lassen? Okay, wir werden ja sehen. Ja, werden wir. Brody hat uns eiskalt belogen. Dieser Arsch. Den machen wir fertig. Gemeinsam? Wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Versprich mir, dass wir uns nie wieder wegen einem Typen streiten. Versprochen. Und jetzt komm, wir setzen Brodys Haus in Brand. Hallo. So, du bist also Derek. Ja, Sir. Komm rein, sie kommt gleich runter. Hallo, Derek. Hallo. Du bist wunderschön. Um 9 ist sie wieder zurück, verstanden? Dad! Hey, Loser, wo ist denn deine Mami, hä? Los, wehr dich! Das ist dein Problem! Was hast du mit Mom gemacht? Du bist die größte Schande in meinem Leben. Hey, Weichei, hast du mich vermisst? Ich lass mich nicht mehr von dir rumschubsen. Ich bin jetzt beliebt und habe erkannt, wie armselig und traurig du einfach nur bist. Dad, ich lass nicht weiter zu, dass du uns terrorisierst. Verschwinde! Okay, okay. Alice. Es tut mir leid. Hast du Lust zu tanzen? Wirklich? Nach allem, was ich dir angetan habe? Wir machen alle Fehler. Danke. Und jetzt wird gefeiert! Hey Tracy, kommst du heute zu meiner Party? Tut mir leid, ich mach heute was mit Heather. Ach, das ist lächerlich. Du machst nur was mit ihr, weil sie beliebt ist. Ach ja, vielleicht bist du einfach nur eifersüchtig. Was? Nimm das zurück. Erst wenn du deins zurücknimmst. Ich hasse dich. Ich hasse dich noch mehr. Tracy, du hattest recht. Ich war eifersüchtig auf dich und Heather. Es tut mir leid. Nein, ich muss mich entschuldigen. Es war mir so wichtig, beliebt zu sein, dass ich dich verraten habe. Freunde. Freunde. Aber wehe, du ziehst nochmal sowas ab. Du meinst wohl dich? Hast du schon von Jasons Party am Samstag gehört? Die halbe Schule wird dort sein. Die heißesten Chicks werden da sein. Alter, das wird die schmutzigste Party des Jahres. Meine Eltern sind am Wochenende verreist. Sie dürfen nichts davon mitbekommen, sonst bin ich erledigt. Was war das da draußen? Verdammt, ihr seid eine Mannschaft, ein Team. Das ist euer Moment, euer letztes Spiel, die letzten 16 Minuten, an die ihr euch euer gesamtes restliches Leben erinnern werdet. Die letzten 16 Minuten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Deswegen geht ihr da jetzt raus und zeigt ihnen, was ihr drauf habt. Yeah! Ihr holt euch diesen Pokal, weil ihr es könnt. Das ist gut. Und ihr werdet euren Gegner zermalmen, ihn in kleinste Einzelteile zerstückeln und ihre Reste wie eine Horde Kannibale zum Nachtisch verfrühstücken. Du liebst ihn, oder? Was? Ich sehe doch, wie du ihn ansiehst. Aaron. Ist schon okay. Eigentlich weiß ich es schon lange. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Los. Geh zu ihm. Ich glaube nicht, dass er was für mich empfindet. Er wäre dumm, wenn er es nicht täte. Danke. Und jetzt geh. Okay. Hey Amber, alles okay? Wieso bist du so nett zu mir, obwohl ich dich wie Dreck behandelt habe? Weil ich weiß, dass hinter der ganzen Fassade ein liebevolles Mädchen steckt. Es tut mir leid. Um ehrlich zu sein, war ich einfach nur neidisch auf dich. Was? Du neidisch auf mich? Du wirst von allen hier gemocht. Meine Eltern haben mir alles gekauft, was ich je haben wollte. Aber sie haben sich nie für mich interessiert. Und alle anderen hier tun das auch nicht. Vielleicht würden sie es, wenn du ihnen zeigen würdest, wer du wirklich bist. Meinst du wirklich? Komm, wir fangen gleich damit an. Was hast du vor? Oh, wir gehen tanzen. Wie war dein Spiel, Tyler? Als ob dich das ernsthaft interessiert. Wie bitte? Du hast jedes meiner Spiele verpasst. Ich arbeite sehr hart, um dir ein gutes Leben zu finanzieren. Was bringt mir das, wenn du nie da bist? Tyler, ich gehe auf mein Zimmer. Komm schon. Yes! Yes! Das ist mein Junge! Hey,
Es folgt der Wochenbericht des Schulsprechers. Yo Leute, was geht? Ich habe die große Ehre, euch die diesjährigen Nominierten für Prom King und Queen zu verkünden. Nominiert für Prom King sind Stephen Miller. Yes. Jason Smith. Yes. Und natürlich unser Quarterback Jacob Lawrence. Und nun die Nominierung für Prom Queen. Amber Hall. Abigail McAdams. Und Emily Harrington. Hast du das gehört? Emily Ott. Und hier noch die weiteren Schulnachrichten. Miss Morris und Coach Tucker wurden in der Lehrerumkleide bestätigt. Schnee! Jo, schaut euch die an. Was für ein Loser. Seit wann sieht sie so schön aus? Sie wird ganz sicher Prom Queen. Willst du mit uns abhängen? Willst du mit mir ausgehen? Jo. Ich bekomme Augenkrebs. So was Hässliches habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh mein Gott. Ich will so wie sie sein. Jo. Der diesjährige mit $50,000 dotierte Cornell High Community Award geht an Jody McRyan. Ich danke euch vielmals. Allerdings verdiene ich diesen Preis nicht. Ich habe belogen und betrogen, um mir mein Studium leisten zu können. Aber jetzt weiß ich, dass ich mir mein Geld ehrlich verdienen muss. Deswegen möchte ich diesen Preis an jemanden geben, der ihn wirklich verdient hat. An Amber Riley. Bist du selbstlos? Komm schon her, Amber. Wie dumm kann man sein, als hätte ich mich selbst betrogen. Ich danke euch, aber um ehrlich zu sein, verdiene ich diese Krone nicht. Ich bin nicht die, für die ihr mich haltet. Ich stehe nicht auf Trennkost, Cheerleading oder fancy Kleidung. Ich hab euch und mir selbst was vorgemacht. Aber wozu? Für ein Stückchen Plastik? Ah. Sie hat es zerbrochen. Wie wär's, wenn wir sie uns teilen? Ein Stück für die Streberin. Danke. Ein Stück für das hässliche Entlein. Danke. Und ein Stück für die Bitch, die ich fertig gemacht habe. Oh, mein Auge! Wir alle sind heute Prinzessinnen. Und wir alle machen mal Fehler, schätze ich. Da fällt mir ein, ich muss noch was in Ordnung bringen. Ja.